In diesem Video erfährst du 10 Tipps, wie du dir das Leben als digitale Nomade erleichtern kannst. Ich bin Christian, betreibe zusammen mit meiner Frau Jenny unseren Reiseblog und auf Shipa.de und wir sind die Entwickler von unserem Online-Kurs Goodbye 9to5 Digitale Nomade werden. Wir sind im Prinzip zusammen mit unserem Sohn das ganze Jahr über unterwegs. Und auch jetzt befinde ich mich gerade in unserer Unterkunft auf Teneriffa und wollte euch einfach mal ein kurzes Video aufnehmen. Und wenn du selber regelmäßig solche Videos zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten haben möchtest, abonniere gerne den Channel. Aktiviere zusätzlich die Glocke, dann verpasst du auch garantiert kein Video mehr. Und jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Ganz ehrlich, das Leben als digitale Nomade ist auch nicht immer so sonnig, wie es sich auch häufig anhört. Denn man muss sich, anders als wie wenn man beispielsweise immer ein festes Zuhause in Deutschland hat, immer wieder an neue Umstände gewöhnen. Dadurch ist man einfach auch nie wirklich angekommen. Aber es gibt einige Tipps und Kniffe, die wir selber anwenden, damit wir uns relativ schnell an die neue Umgebung gewöhnen und auch relativ schnell wieder in unseren Workflow kommen. Die Tipps sparen häufig nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Lass uns daher direkt mit dem ersten Tipp anfangen. Der erste Tipp geht darum, wie du als digitale Nomade Geld verdienen kannst. Uns beispielsweise war es immer wichtig, dass wir nicht klassisch Zeit gegen Geld tauschen müssen, sondern dass wir über einen regelmäßigen Einkommensstrom verfügen, der auch funktioniert, selbst wenn wir gerade mal in Thailand im Krankenhaus liegen, was uns leider 2017 beim schweren Verkehrsunfall passiert ist. Die Wochen und Monate im Krankenhaus bzw. in der Reha haben ehrlich gesagt nicht unbedingt ein produktives Arbeitsumfeld geschaffen. Und in dieser Zeit waren wir extrem froh darüber, dass trotzdem Geld reingekommen ist. Auch wenn wir im Prinzip beide selbstständig waren. Geld, das zumindest die laufenden Kosten decken kann. Für uns funktioniert das beispielsweise durch die Schaltung von Werbung auf unserem eigenen Blog. Wenn wir regelmäßig Besucher generieren, und das machen wir beispielsweise über Google, gibt es immer einen gewissen Prozentsatz, der auf jeden Fall auf die eingeblendeten Anzeigen klickt. Der variiert natürlich, es hängt auch meistens von der Saison ab. Beispielsweise, wir haben einen Reiseblog, da sind bestimmte Reisen zu bestimmten Jahreszeiten mehr gefragt als andere, wenn sie denn überhaupt wegen Corona gefragt sind. Aber in diesen Perioden werden normalerweise höhere Einnahmen erzielt als in anderen. Und hier können schnell mal dreistellige oder auch vierstellige Beträge pro Monat zusammenkommen. Auch wenn der einzelne Klick auf so eine Anzeige nur wenige Cent bringt. Aber umso mehr Besucher du auf deiner Webseite hast, umso höher werden normalerweise auch zwangsläufig deine Einnahmen. So ein Blog baut sich natürlich nicht von alleine auf, aber wenn er erstmal steht, dann kann er normalerweise auch über viele Monate, auch wenn man mal gerade nicht daran arbeitet und zum Beispiel im Krankenhaus liegt, immer noch Einnahmen generieren und abwerfen. Das gleiche gilt für das Affiliate-Marketing. Wir empfehlen beispielsweise Produkte, wo wir auf jeden Fall 100% hinterstehen, über sogenannte Affiliate-Links. Und sobald jemand draufklickt und unserer Empfehlung nachkommt und das Produkt dann in dem jeweiligen Online-Shop kauft, zum Beispiel bei Amazon, kriegen wir auch eine kleine Provision gutgeschrieben. Nicht direkt für den Klick, aber für den Umsatz, der dadurch generiert wird. Wenn also jemand was für 50 Euro kauft und die verhandelte Affiliate-Provision liegt bei 10%, werden uns 5 Euro gutgeschrieben. Zum Affiliate-Marketing haben wir übrigens auch einen ausführlichen Artikel geschrieben, den wir jetzt gerne mal einblenden. Schau ihn dir an, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest. Alle Links findest du übrigens auch unten in der Infobox. Wir haben sogar ein eigenes Affiliate-Programm. Hier ermöglichen wir auch anderen unsere Produkte, zum Beispiel digitale Produkte wie E-Books, Reiseführer, Produkte für digitale Nomaden, Online-Kurse, iPhone, Fotografiekurs etc. diese zu empfehlen und auch eine Provision dafür zu generieren, sobald ein Verkauf zustande gekommen ist. Mehr dazu findest du auch unter unaufschiebbar.de/partner. Aber wenn du ohnehin eine eigene Webseite hast, dann macht es unter Umständen auch Sinn, einfach eigene Produkte zu erstellen. Denn hier sind die Margen in der Regel, vor allem bei digitalen Produkten, wesentlich höher als beispielsweise, wenn du ein Produkt empfiehlst, wo häufig mehr als die Hälfte an den Advertiser geht. Ein Nachteil bei eigenen digitalen Produkten ist aber, dass du natürlich die Produkte erstmal erstellen musst und die auch einen gewissen Qualitätsstandard erreichen sollten. Und unter Umständen musst du auch erstmal Geld daran investieren, wenn beispielsweise bei einem E-Book für das Layout dir jemand helfen soll. Was auch sehr gut funktioniert, ist das Erstellen von Nischenseiten. Eine Nischenseite ist im Prinzip, kann auch ein Blog sein, aber zu einem ganz bestimmten Thema. Eine Nischenseite könnte zum Beispiel sein, dass du eine Seite zum Thema Brettspiele erstellst. Und hier stellst du zum Beispiel unterschiedliche Brettspiele in Form von Reviews vor. Und natürlich hat dann der Leser auch über deinen Affiliate-Link zum Beispiel die Chance oder die Möglichkeit,
dieses Brettspiel bei Amazon zu kaufen. Auch kannst du natürlich durch die einfache Schaltung von Werbung Geld generieren. Wenn du dich jetzt zum Beispiel selber mal für ein Affiliate-Programm anmelden willst, dann mach es doch einfach mit einem der größten der Welt, das Amazon Partnernet. Im Amazon Partnernet kannst du im Prinzip zu allen Produkten, die es bei Amazon gibt, Affiliate-Links erstellen und bei jedem zustande gekommenen Kauf eine Provision von, sag mal, 1 bis 10% generieren. Wenn du noch tiefer in die Thematik einsteigen willst, dann schau dir auch gerne unser Online-Seminar zum Thema an. Hier gehen wir nochmal ausführlich darauf ein, wie du ortsunabhängig Geld verdienen kannst und wie wir es vor allem machen. Den Link dazu blenden wir auch gerne nochmal ein. Uns war aber immer wichtig, dass selbst wenn man alle Stricke reißen und selbst die Webseite nichts mehr abwirft, dass man immer und zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, dennoch Geld zu verdienen. Das kannst du beispielsweise mit dem Schreiben von Texten über die Plattform Content. Wenn du dort erstmal ein Konto hast, das ist übrigens kostenlos, du musst nur einen kurzen Bewerbungsprozess durchlaufen, einen Text schreiben, deine grammatischen Fähigkeiten und deine Rechtschreibfähigkeiten unter Beweis stellen, dann kannst du dir im Prinzip sofort Aufträge an Land ziehen, beziehungsweise auch sofort Aufträge sichern und die einfach nur abarbeiten. Bezahlt wirst du hier pro Wort, das heißt, du verdienst so 2 bis 5 Cent pro geschriebenes Wort. Es hängt immer davon ab, wie du eingestuft wirst. Aber sobald der Text steht und genehmigt wurde, kriegst du den Betrag für den jeweiligen Text natürlich sofort auf dein Konto gutgeschrieben. Bei einem Preis von 4 Cent pro Wort und einem geschriebenen Text über 500 Wörter wirst du also 20 € gutgeschrieben bekommen. Der zweite Tipp geht im Prinzip darum, wie du als digitaler Nomade am besten leben kannst. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht zu jeder Jahreszeit gleich ist. Das gilt für Bali genauso wie für Deutschland. Denn in Deutschland ist es im Winter eher uselig, im Sommer dafür schön. Und auf Bali ist zum Beispiel die Regenzeit auch nicht die optimale Zeit zum Verreisen. Obwohl sie natürlich durchaus ihren Reiz haben kann. Gute Hotspots für digitale Nomaden sind zum Beispiel im Frühling São Paulo, also Brasilien, Singapur, Mexico City, Buenos Aires in Argentinien, Penang in Malaysia und Chiang Mai in Thailand, unserem damaligen Unfallort. Im Sommer kannst du auch gut nach Singapur, aber auch nach Istanbul, zum Beispiel in die Türkei. Im Herbst, also zwischen September und November, eignen sich Istanbul, aber auch Buenos Aires und Penang in Malaysia. Und viele Nomaden reisen derzeit auch nach Kapstadt, Südafrika. Und im Winter, also Dezember bis Februar ungefähr, ist Chiang Mai in Thailand unheimlich beliebt, Dubai, Mexico City oder auch wieder Kapstadt, Südafrika. Wir sind übrigens damals nach Bali im Sommer, im August gereist, bevor dann die Regenzeit angefangen hat. Das war eine wirklich schöne Zeit. Ratsam ist natürlich auch immer, Orte auszuwählen, wo du prinzipiell weniger ausgibst, als du verdienst. Das gelingt dir natürlich meistens in Ländern, wo das Preisniveau niedriger ist als in Deutschland. Bei dem ganzen Konzept spricht man auch von Geo-Arbitrage. Wir haben hierzu übrigens ein Video gemacht, das blenden wir gerne mal ein. Im dritten Tipp geht es darum, wo du im Prinzip am besten leben kannst. Denn es gibt unheimlich viele Standorte. Und hier hat man häufig die Qual der Wahl. Denn theoretisch kannst du im Prinzip überall leben, egal ob auf Teneriffa, in einer Finca, in Deutschland, in einem Coworking Space oder auf Bali in einer Villa mit Pool. Achten solltest du aber immer am besten auf die Lebenshaltungskosten, die ungefähre Internetgeschwindigkeit und natürlich auch die Durchschnittstemperatur. In Deutschland, in Berlin beispielsweise, liegen die Lebenshaltungskosten bei ungefähr 1700 Dollar pro Monat, bei einer durchschnittlichen Internetgeschwindigkeit von ungefähr 15 Mbit pro Sekunde. In Los Angeles liegen die Lebenshaltungskosten bei 2800 Dollar pro Monat, bei einer ungefähren Geschwindigkeit von 25 Mbit pro Sekunde. In Chiang Mai hingegen, in Thailand, liegen die Lebenshaltungskosten bei ungefähr 700 Dollar. Also ein erheblicher Unterschied zu Berlin und Los Angeles. Und die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit liegt hier ungefähr über 20 Mbit pro Sekunde. Das hängt natürlich auch immer von der Unterkunft ab und von dem Anbieter, den der jeweilige Vermieter anbietet. Aber nur, dass du mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommst, wie so im Prinzip städteweise der Durchschnitt ist. Auch in Kiew, in der Ukraine, liegen die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten bei ca. 900 Dollar. Und die Internetgeschwindigkeit liegt hier bei 20 Mbit pro Sekunde. Alles Orte, wo auch viele andere digitale Nomaden regelmäßig hinreisen. Eine riesige Übersicht über nahezu alle gefragten Nomad-Hotspots gibt es beispielsweise bei nomadlist.com. Hier findest du auch noch viele weitere Kennzahlen, die du bei deiner Standortwahl berücksichtigen kannst. Egal ob Wetter, Klima oder Kriminalitätsrate. Im vierten Tipp geht es darum, wie du als digitaler Nomade am besten arbeiten kannst. Wir arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren auf Reisen und haben natürlich auch mit der Zeit Systeme und Möglichkeiten gefunden, die uns nahezu ablenkungsfrei produktiv arbeiten lassen. Wir beispielsweise fangen eigentlich immer morgens früh an und hören dann nachmittags bzw. abends auf,
um dann den Rest des Tages noch was mit unserer kleinen Familie zusammen zu machen. Egal, ob die Gegend erkunden, einen kleinen Ausflug machen, im Meer schwimmen gehen oder ganz klassisch einkaufen gehen. Wichtig ist, dass wir beim Arbeiten unsere größten Zeitfresser blockieren. Dafür musst du natürlich erstmal rausfinden, was sind deine Zeitfresser. Wenn du ein iPhone nutzt bzw. ein Mac, kannst du das ganz einfach über die App der Bildschirmzeit machen. Hier kannst du herausfinden, mit welcher App du im Prinzip die meiste Zeit verbracht hast. Und dann gilt es natürlich, diese Zeitfresser zu blockieren. Also Zeitfresser, die nicht dazu beitragen, deinen Einkommensstrom weiter auszubauen. Ganz krass war das auch bei mir, beispielsweise mit Facebook, dass ich dort immer wieder reingegangen bin und eigentlich nichts Produktives gemacht habe und mich nur von dem Stream im Prinzip berieseln habe lassen. Es gibt aber eine App, die heißt Self-Control, die ist kostenlos für den Mac. Die kannst du dir einfach herunterladen und dann zum Beispiel Adressen wie Facebook.com oder Spiegel oder FAZ oder andere Nachrichtenmagazine einfach eintragen und die Uhrzeit festlegen, für die diese Apps blockiert werden sollen. Und dann hast du im Prinzip für die nächsten 8 oder 12 Stunden keinen Zugriff auf diese Seiten. Und du wirst merken, oder ich habe dann gemerkt, dass ich dann zum Beispiel, wie ich mich dabei erwischt habe, wie ich dann FA für Facebook eingegeben habe und eigentlich schon Enter drücken wollte und dann gemerkt habe, dass die Seite blockiert ist. Ja, habe ich mich gefragt und dann ist mir direkt wieder eingefallen. Das spart schon erheblich viel Zeit. Vor allem, wenn wir auch nach einer gewissen Zeit einfach unbemerkt Routinen aufbauen, die einen einfach nicht weiterbringen. Für Geräte wie zum Beispiel Android gibt es aber auch Apps wie zum Beispiel AppLock. Auf dem iPhone kannst du das natürlich auch machen. Hier kannst du das Ganze über die Bildschirmzeit verwalten und hier kannst du auch festlegen, welche Apps blockiert werden sollen. Für Android-fähige Geräte eignet sich zum Beispiel die App AppLock. So können wir uns einfach auf die Arbeit konzentrieren und wesentlich mehr schaffen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist auch ablenkungsfreies Arbeiten. Wir nutzen hier zum Beispiel Noise Cancelling Kopfhörer, die Umgebungsgeräusche unterdrücken. Umgebungsgeräusche können zum Beispiel, je nachdem, wo du bist, Partys sein, Musik, Lautstärke, aber auch Verkehrslärm. Sie sorgen einfach dafür, dass du dich wesentlich besser auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Und zeitgleich spielen wir häufig auch Konzentrationsmusik dazu ab. Eine, die wir persönlich sehr gut finden und die wir auch immer noch regelmäßig hören, blenden wir dir jetzt auch nachfolgend nochmal ein. Das ist ein Video, das du über mehrere Stunden im Prinzip bei YouTube einfach abspielen kannst, welches dir erlaubt, dich einfach besser zu konzentrieren. Wir haben uns aus der Datei sogar eine MP3 gemacht, dass wir die auch offline hören können, falls mal gerade kein Internet zur Verfügung steht. Dafür musst du einfach mal bei Google YouTube zu MP3 konvertieren eingeben. Dann kannst du dir die zum Beispiel auf den Smartphones ziehen und einfach hören, wenn du auch gerade mal nicht online bist. Und wenn du mit WordPress arbeitest und gerade an deinem nächsten Blogbeitrag schreibst, dann gibt es eine kleine Option, die blenden wir hier gerne mal ein, wie du im Prinzip den ganzen Bildschirm ausfüllen kannst, damit du dich nur komplett auf deinen Text konzentrierst. Es handelt sich dabei um den Modus zum ablenkungsfreien Schreiben. Im fünften Tipp geht es darum, wie du im Prinzip für gute Internetverbindung sorgst. Wir klären beispielsweise vor jeder Buchung nicht nur, ob die Internetgeschwindigkeit im jeweiligen Land gut ist, sondern natürlich auch, ob die Internetgeschwindigkeit in der jeweiligen Unterkunft gut ist. Denn nur weil die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in dem jeweiligen Land gut ist, heißt das noch lange nicht, dass dein Vermieter in der Unterkunft für ein schnelles Internet gesorgt hat. Wir buchen beispielsweise eigentlich fast alles ausschließlich auf Airbnb und die Internetgeschwindigkeiten erfahren wir hier meistens direkt auf den Angebotsseiten. Häufig findest du hierzu Kommentare in Reviews und wenn dort keine sind, kannst du ja auch einfach den Vermieter mal anschreiben und ihn vielleicht höflich darum bitten, ob er nicht mal einen Screenshot von speedtest.net machen kann. Und alles, was unter 2 Mbit Download-Rate ist, da solltest du am besten die Finger von lassen, denn dann wird es wirklich langsam. Aber sobald 5 Mbit, 10 Mbit, 20 Mbit oder auch im Idealfall 100 Mbit oder auch mal 200 hatten wir auch schon, 200, 300 Mbit hast, musst du dir eigentlich um die Internetgeschwindigkeit keine Sorgen machen. Und wenn trotzdem gar nichts funktioniert und beispielsweise auch gerade mal in Myanmar ein Stromausfall wieder ansteht und für mehrere Stunden der WLAN-Router nicht funktioniert, kannst du dir auch einfach einen eigenen Hotspot mit deinem Smartphone machen. Wenn wir beispielsweise in der EU sind, zum Beispiel wie jetzt gerade auf Teneriffa, nutzen wir einfach unsere Alditalk Prepaid-Karte. Hier kriegst du schon für wenig Geld einige Gigabyte Datenvolumen pro Monat, die wir im Prinzip einfach versurfen können. Und natürlich können wir auf unserem Smartphone einfach einen Hotspot einrichten, mit dem wir unseren Laptop verbinden können. Und falls mal gar nichts geht, nutzen wir einfach das. Und wenn das Datenvolumen verbraucht ist, kann man das normalerweise auch einfach wieder aufladen bzw. erneuern. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass man gerade in der EU mit Alditalk sehr günstig surfen kann.
Alternativ findest du eigentlich auch in Bali oder in Thailand an jeder Straßenecke irgendwo SIM-Karten zu kaufen, mit denen du auch Datenvolumen bekommst. Oftmals machst du dann die Erfahrung, dass dein eigener Hotspot sogar wesentlich besser ist als die WLAN-Geschwindigkeit in deiner Unterkunft. Und wenn du dich nicht in der EU aufhältst, aber dennoch sehr flexibel sein willst, dann solltest du dir mal FlexiRoam anschauen. Du buchst hier beispielsweise ein normales Datenvolumen, kriegst dann einen kleinen Aufkleber, den du auf deine SIM-Karte, auf deine normale SIM-Karte draufklebst. Du kannst dann damit im Prinzip in allen wichtigen Ländern im Prinzip sofort ins Internet und musst dich nicht um eine zusätzliche SIM-Karte kümmern. Die Liste ist wirklich lang, aber um dir mal einige zu nennen: Argentinien, Australien, Österreich, Deutschland, Thailand, Indonesien, Myanmar, Singapur, Chile, China, Kambodscha und sogar die Demokratische Republik Kongo ist dabei. Vielleicht ist es ja auch eine Option für dich. Der sechste Tipp geht darum, wie du schnell an ein Visum kommst. Gerade wenn du es eilig hast bzw. keine Zeit hast, dich darum zu kümmern, kann es unter Umständen Sinn machen, eine Visa-Agentur zu nutzen. Diese kümmern sich um den ganzen bürokratischen Ablauf, um die Ausstellung und im Prinzip, dass du dein Visum vor Reiseantritt in deinem Reisepass hast. Wir haben das beispielsweise damals für Indonesien gemacht und das Einzige, was dafür verlangt wird, ist neben den normalen Visumgebühren natürlich eine kleine Serviceaufwandpauschale. Wir nutzen bzw. empfehlen schon seit Jahren Visabox und hier kriegst du relativ problemlos Visa für Sri Lanka, Ägypten, Thailand, Vietnam oder auch Indonesien. Hier wird ja im Prinzip alles abgenommen, ne? Von der Antragstellung über den Vor-Ortstermin bis hin zur Abholung. Denn oftmals ist es auch gar nicht so einfach, zur jeweiligen Botschaft zu kommen. Wir haben schon beides gemacht, also das Ganze auch selber persönlich beantragt und haben uns dann um alles gekümmert. Für was du dich letztendlich entscheidest, bleibt natürlich immer dir überlassen. Du hast auf jeden Fall immer die Option, das Ganze auch abzugeben. Siebter Tipp, wo du Flüge günstig findest. Wir nutzen zum Buchen von Flügen normalerweise Skyscanner oder ganz einfach Google Flights. Mit Skyscanner haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass man hier auch richtig gute und günstige Flüge bekommen kann. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, die einzelnen Flüge untereinander einfach mal zu vergleichen. Was du natürlich auch machen kannst, ist dann, wenn du den jeweiligen Flug gefunden hast, auch mal bei der Airline direkt auf der Seite den Flug anzuschauen. Manchmal kann es auch sein, dass du dann hier noch zusätzliche Benefits bekommst, wie zum Beispiel ein Gratis-Gepäck oder so. Oder auch, dass dir während dem Flug eine Mahlzeit angeboten wird. Allerdings sind die Preise hier meistens nicht unbedingt günstiger, aber dafür punkten sie dann häufig mit Serviceleistung. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man Flüge am besten immer ein bisschen früher als zu spät buchen sollte. Natürlich nimmt man sich dann immer etwas die Flexibilität, aber wenn wir uns sicher sind, dass wir die Reise antreten wollen, dann buchen wir normalerweise so schnell es geht. Der achte Tipp ist, wie wir günstig an Unterkünfte kommen. Wie schon eben erwähnt, wir buchen normalerweise Unterkünfte immer über Airbnb. Denn hier kannst du, gerade wenn du als digitale Nomade über Monate auch mal in der Unterkunft bleibst, auch den sogenannten Monatsrabatt in Anspruch nehmen. Dadurch wird ungelogen der Monatspreis häufig um bis zu 75% günstiger. Du kannst also richtig Geld sparen und oftmals ist es dadurch, also wenn du 30 Tage buchst, wesentlich günstiger, als wenn du nur 24 Tage buchst. Und im schlimmsten Fall ist die anderen 6 Tage einfach verfallen. Airbnb bislang noch nicht ausprobiert hast und das Ganze gerne mal machen willst, kannst du dir auch über unseren Link, den wir jetzt einblenden, auch Startguthaben auf deine erste Unterkunft sichern. So haben wir schon viele Unterkünfte mit Mehrblick für einen Monat für ungefähr 400 Euro bekommen. Und wenn du das mal mit Mietpreisen in Deutschland vergleichst, dann wird einem normalerweise schlecht. Denn gerade in Thailand kannst du richtige Schnäppchen machen. Eine weitere gute Möglichkeit ist aber auf jeden Fall Booking. Auch hier haben wir schon Unterkünfte gebucht und auch hier ist es wichtig, dass du am besten frühzeitig buchst. Umso früher, umso günstiger sind normalerweise die Preise. Daher kann es sich auch durchaus lohnen, lange im Voraus zu buchen. Ein weiterer Tipp ist, dass du dich nicht nur auf einen Ort fokussieren solltest, sondern dass du dir zum Beispiel auch die Orte in der näheren Umgebung anschaust, die vielleicht gar nicht so weit von deinem Zielort entfernt sind. Oftmals sind dort dann die Preise auch etwas günstiger. Der neunte Tipp ist, wie du als digitaler Nomade auch günstig an neue Laptops kommst. Wir nutzen eigentlich immer Geräte von Apple und daher haben wir auch beide MacBook Pro. Günstiger als bei Apple direkt findest du normalerweise auch Angebote bei Amazon. Hier findest du häufig Geräte, die vielleicht nicht, aber vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr alt sind, die dort wesentlich günstiger sind. Aber auch natürlich kriegst du dort die neuen Geräte. Musst du einfach mal schauen, den Link dazu blenden wir gerne ein. Wenn du allerdings bei Apple am liebsten direkt kaufen willst, dann gibt es auch die Möglichkeit, dort günstiger an die Laptops zu kommen.
Denn über den sogenannten Bildungsshop bei Apple kriegst du bis zu 20% Rabatt. Das gilt vor allem für Laptops und Tablets. Smartphones bekommst du da normalerweise nicht. Und wenn du selber kein Student bist, aber gerne Student sein möchtest, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dich bei der Fernuniversität Hagen einzuschreiben. Der 10. Tipp geht darum, wie wir Briefe auch im Ausland empfangen. Denn gerade als digitaler Nomade bzw. mit deinem eigenen ortsunabhängigen Online-Business hast du normalerweise das Problem, dass du zwar physische Post bekommst, die aber nicht empfangen kannst, weil du eben gerade im Ausland bist. Wir nutzen dafür den Dienstleister Kaya aus Berlin. Hier werden Briefe, die bei Kaya ankommen, eingescannt und direkt im Prinzip auf unser Smartphone gesendet. Und anschließend können wir entscheiden, was mit dem Brief passiert. Soll er weggeschmissen werden, archiviert werden oder soll er schnellstmöglich an eine bestimmte Adresse weitergeleitet werden? Das Schöne ist einfach, dass du jederzeit auf deine Post reagieren kannst. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du gerade auf Bali bist, in Thailand am Strand rumlungerst oder auf einer Expedition im Kongo bist. Hauptsache, das Internet funktioniert. Kaya nimmt dir auch die Einrichtung von dem Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post ab. Die kümmern sich im Prinzip alles. Das Einzige, was du noch machen musst, ist, dich für ein bestimmtes Paket dort zu entscheiden. Wir nutzen hier beispielsweise den Business-Tarif und dann kannst du das Ganze im Prinzip auch innerhalb weniger Tage einrichten lassen. Das Ganze nutzen wir jetzt schon seit vielen Jahren und funktioniert wirklich gut. Bislang ist noch kein Brief, der eigentlich bei uns ankommen sollte, nicht angekommen. Denn sobald ein Brief eigentlich an deine Normaladresse gesendet werden sollte, wird dieser von der Deutschen Post automatisch nach Berlin ins Scanzentrum von Kaya umgeleitet und dort eingescannt. Du bekommst sogar eine eigene Adresse, wo du im Prinzip allen Leuten sagen kannst, dass sie die Briefe direkt dorthin senden sollen, wenn du möchtest. Ansonsten funktioniert eigentlich der Nachsendeauftrag problemlos. Und du kriegst noch einen kleinen Sticker, wo du im Prinzip deinen Briefträgern mitteilen kannst, dass ein Nachsendauftrag vorliegt. Das Coole ist zum Beispiel auch, dass du nur einen Nachsendeauftrag für mehrere Personen den gleichen Nachnamen haben. Also brauchen wir beispielsweise keine zwei Nachsendeaufträge für Jenny und mich, sondern nur einen für uns beide zusammen. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Ich hoffe, dass wir dir mit unseren Tipps die ein oder andere Inspiration liefern konnten. Und wenn du noch mehr Tipps hast, beziehungsweise Fragen zu den Tipps aufgekommen sind, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Beitrag. Und wenn du mehr zum Thema ortsunabhängiges Einkommen, beziehungsweise wie du dir dieses aufbauen kannst, erfahren willst, trag dich gerne in unser kostenloses Online-Seminar ein. Hier gehen wir nochmal wesentlich ausführlicher auf unsere Geschichte und darauf ein, wie wir das Ganze gemacht und umgesetzt haben. Den Link dazu blenden wir gerne ein. Ansonsten hinterlass uns gerne einen Daumen hoch, abonniere den Channel und wir freuen uns auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund.